Hallo und herzlichst meine lieben Jungfrauen. So meine Lieben, wie ihr seht, habe ich hier den Anker herausgelegt. Ich werde hier eine Berufslegung machen, aber nicht nur Beruf, Schule, Studium, Ausbildung. Ja? Ich wurde nämlich gefragt, hey, kannst du auch mal für Leute machen, die studieren? Ja, das wird zu viel. Ja, also bei persönlichen Kartenlegungen gerne. Aber so würde ich es gerne so machen. Ja, hier ist eine Verankerung. Hier geht es einfach um Schule, Studium, Ausbildung, Weiterbildung und Beruf. Ja, und da wollen wir jetzt mal für die Jungfrauen schauen, was kommt als nächstes. Ja, was kommt als nächstes in diesem Bereich für die Jungfrau? Okay, wir haben hier die Schlange. Und wir haben hier den Park. Ich mache zwei, ja, zwei für diesen Bereich. So, was noch? Was gibt es denn noch? Wir haben hier die Fische. Was kommt sonst noch für die Jungfrau als nächstes? Oh, wonderful. Okay. Also gut, dann werden wir hier mal langsam analysieren. Meine Lieben, also wir schauen uns zuerst diesen Bereich an, ja, Schlange und Park. Also was kommt hier im Beruflichen als nächstes? Ihr werdet im Beruf, also Beruf, Schule, das kann hier mit dem Park auch Schule, Studium sein, wie gesagt, Ausbildungsstätte. Ihr werdet mit einer Behörde eine Komplikation haben. Ja, also zu Ihrer Anmeldung brauchen wir dies oder jenes. Und ja, beruflich müsst ihr jetzt schauen, das passt sogar mehr jetzt in Richtung Studium, Schule. Ja, dass da hier irgendwelche Komplikationen sind mit einer Behörde. Sagen wir mal, ihr seid selbstständig, das wäre ja dann auch. Da wäre es natürlich auch möglich. Ansonsten gibt es hier Komplikationen mit der Öffentlichkeit. Ja, oder was sonst noch kommt, hier steht jemand in der Öffentlichkeit, ja, also falls ihr jetzt wirklich selbstständig seid. Oder hier kommt noch was im Beruf und in anderen Bereichen, was kompliziert ist. Sagen wir mal, du bist hier weiblich. Ja, die weiblichen Jungfrauen. Ich weiß, ich habe auch männliche. Das kann sein, dass du hier, also so wie eine Frau, ist hier sehr bekannt. Ja, vielleicht bist du in der Schule sehr bekannt oder du bist halt in der Gruppe, ja, im Beruflichen oder du bist selbstständig, du bist hier bekannt. Ja, ich denke schon, dass man hier öffentlich auftretet. Im Beruflichen oder wie gesagt, Schule, Studium. Entschuldigt bitte, wenn ich hier alles aufzähle. Ja, ich habe halt versprochen, dass ich da so eine Legung mache. Was sollte ich jetzt sagen? Es wird irgendwas öffentlich gemacht, eine Komplikation, ja. Okay, ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal weiter. So, was bedeutet das denn hier mit der Schlange und dem Park? Was kommt hier als nächstes für die Jungfrau? Neun der Kelche, die Hohepriesterin und Königin der Stäbe. Das ist jetzt umgedreht. Kann auch sein, dass hier ein Hexchen ist. Ja, also Königin der Stäbe ist hier tatsächlich nicht so eine liebenswerte, gutmütige Person. Ja, also ich sage euch jetzt mal die Sternzeichen. Ich sehe hier Fische, Krebs und Löwe bisher. Ja, ja, tatsächlich würde ich jetzt sagen, es gibt hier Komplikationen. Ja, mit der Königin der Stäbe, da klappt irgendetwas nicht. Ja, da dauert es vielleicht länger, ja, da ist irgendeine Blockade, irgendeine Verhinderung, ja, Verhinderung in die Selbstständigkeit, Verhinderung, dass es super toll klappt, nee, also hier mit der Behörde, dass hier etwas nicht klappt, ja,
oder es dauert einfach länger. Ja, ich denke, man muss sich hier einen Rat holen, ja. Die Hohepriesterin, die weiß einfach viel, ja. Also bitte nicht zu bequem sein, ja, sondern selber schauen, ob du es lösen kannst oder tatsächlich einen Berater holen. Das wäre hier auch gut. So, was gibt es hier sonst noch, was hier kommt? Ja, drei der Stäbe. Gerechtigkeit, ja. Also gut, ich denke, du wirst hier eine Entscheidung treffen, ja. Eine Lösung finden. Schau mal hier mit den drei Stäben. Ich habe das Gefühl, diese Person schaut mal schon nach vorne. Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ich komme gerade nicht vorwärts, ja. Ich möchte hier Wachstum haben. Ich möchte hier vorwärts gehen. Irgendwie, ja, es geht hier tatsächlich um eine Blockade, sage ich jetzt mal. Aber du schaust schon nach vorne, ja. Also du schaust schon, ja, wohin muss ich dann? Wie geht es weiter? Ja, und dann kommt hier tatsächlich eine Entscheidung. Ja, gibt es hier noch eine Zusatzkarte? Ja, was hier kommt? Oh, ja, eine Zusatzkarte, die ist jetzt leider umgedreht. Okay, auch wieder so ein bisschen Konflikt, ja, es gibt hier einen Konflikt, es gibt hier Leute, jetzt würde ich das so sehen, es gibt hier Leute, die dir das nicht gönnen, die dir nicht so beistehen, wie du es gerne hättest, ja, eher so konfliktreich, so eifersüchtig, ja genau, so, das kommt mir jetzt so vor, also du bist unsicher, aber es gibt in deinem Umfeld, ja, das ist auch hier so eine giftige Person eventuell, hier gibt es unfaire, eifersüchtige Menschen in deinem Umfeld, die dich blockieren, die dich aufhalten möchten, ja, aber es sind nur Blockaden, ich sehe das jetzt nicht als eine große Sache, was hier reinkommt, ja, aber ich habe das Gefühl, du planst hier schon, du wirst dir Hilfe holen, auch mit der Hohepriesterin. Okay, ja, das würde ich jetzt mal auf dieser Seite sehen, ja, mit den Fischen und den Blumen. Das ist eine teure Feier. Gibt es hier was zu feiern? Ja? Feiert ihr hier was? Gibt es hier ein, ich weiß es nicht, Abitur bestanden, Ausbildung bestanden, irgendwas? Ja, ansonsten würde ich hier tatsächlich eine Einladung sehen. Ja, eine Einladung, irgendwas zum Feiern. Ich sehe auch Zufriedenheit. Ja, also was kommt im beruflichen, ja, finanzielle Zufriedenheit? Wenn es ja Ausbildung ist, du bist mit deinen Gefühlen, du bist total zufrieden, ja, du freudig, ja, sehr freudig, total zufrieden, alles läuft nach Plan, du hast ja ein Problem gelöst, ja, also genau, es hat sich, also ich würde sagen, das hat sich ja mal gelohnt, egal was du hier angegangen bist, eine Weiterbildung oder was auch immer. Es lohnt sich. So, mehr Details hier dazu. Ja, absolut. Ass der Stäbe. Zehn der Münzen. Und der Eremit. Aber ich habe wirklich, schau mal, hier haben wir noch zwei der Kelche. Irgendeine Verbindung, ein Vertrag, irgendwas, was du abgeschlossen hast. Ja, das ist wundervoll, das ist sehr eine sehr harmonische Beziehung, eine harmonische Verbindung, ein harmonischer Vertrag. Auch hier, du siehst hier einen Neubeginn, ja. Also das ist wirklich ein Geschenk, das ist wirklich alles richtig gemacht, ja. Du warst hier auf der Suche, ich denke, du gibst noch nicht auf, ja. Also du hast hier einen Neuanfang, Familie glücklich, alle glücklich. Ja, ich sag mal, auch wenn ihr Kinder habt oder du guckst jetzt für deine Tochter oder Sohn, die hier gerade studieren oder was auch immer, also hier läuft alles super. Ja, ich denke, hier ist man immer trotzdem noch auf der Suche, aber man sucht einfach nicht das Finanzielle, sondern eher man sucht noch die Erleuchtung, ja. Also ich denke aber schon, du bist hier definitiv auf dem richtigen Weg und ja, ich denke, das Licht geht auf jetzt, ja. Der hat hier das Licht gefunden. Okay, mehr Details hier dazu.
viel arbeiten, viel bemühen, viel lernen, viel opfern, wollte ich gerade sagen. Gut, dann sage ich es mal. Ja, aber da ist man fleißig. Ja, das ist sowieso die Jungfrau-Energie. Upsala. Okay, das ist jetzt umgedreht. Bitte verliere nicht deine Fleißigkeit. Ich denke, schau mal, hier haben wir wieder Ass der Münzen. Also irgendwas beginnst du neu, irgendwas startest du neu. Bitte achte darauf, dass du diese Zuverlässigkeit nicht verlierst. Ja, kann sein, dass da hier doch ein bisschen Blockaden, dass du nicht komplett in deiner Kraft bist. Ja, kann sein, dass du zu viel tust. Ja, schau mal, direkt nach so viel Arbeiten kommt das hier. Ja, dass es zu viel sein könnte, zu viel lernen, zu viel arbeiten, zu viel investieren. Ja, pass da einfach auf. Aber das ist hier wirklich ein rentabler Erfolg. Neubeginn. So, noch eine Zusatzkarte hier zu dieser Sache. Ist sowieso ein Geldgeschenk, ja, aber ich gucke ja gar nicht nach den Finanzen. Wow, irgendwas wird enden. Tatsächlich. Ich denke sogar, dass eine schwere Zeit enden wird. Wow, schau mal, jetzt habe ich 10, 10 und 10. Ein Zyklus, ja. Also egal, wenn du dich jetzt nicht gut gefühlt hast, irgendwas oder Pech im Leben hattest, ich weiß es nicht. Also hier kommt eine Veränderung rein. Es war sehr anstrengend, es war mühevoll. Du musstest viel geben. Ja, deswegen bist du ja gar nicht in deiner Kraft. Ich denke schon, ich hoffe nicht, dass das jetzt noch ein bisschen Burnout sowas sein kann. Ja, aber pass da mal auf. Ja, ich glaube, du gibst zu viel, um viel zu bekommen. Ja, gut, dann möchte ich hier mal einen Ratschlag, was jetzt hier dieses Thema Beruf, Schule, Studium, Ausbildung betrifft. Was ist der Ratschlag für die Jungfrauen? Komm wieder in deine Kraft. Ja, also, ja. Wow, und jetzt habe ich schon wieder Ass der Münzen. Es ist schon richtig, was Neues zu starten. Es ist richtig, alles zu geben. Dennoch, du solltest wieder bei Kräften sein. Ja, schütze dich am meisten. Ja, das ist hier schon jemand, der schaut auf sich. Ja, was tut mir gut? Also, ich strahle Sicherheit aus. Und diese Sicherheit, die brauchst du jetzt wieder. Ja, ich denke auch, dass du hier deine Power. Der Ratschlag ist, du brauchst deine Power zurück, aber das wirst du bekommen. Ja, ich glaube schon, hier geht etwas Krankes zu Ende, hier geht was Mühvolles zu Ende. Ja, okay, liebe Jungfrau, ich bin gespannt, ob das hier so mit euch passend ist. Schreibt mir gerne rein, ich lese das gerne, ja, weil ja, ist es einfach mal auch eine neue Art zu legen, einfach auch für Schule und so weiter zu schauen. Ich bin gespannt, was ihr davon hält. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich euch.